Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Natalie. Heute geht es um die Papayas und genauer gesagt um die männlichen und die weiblichen Papayas. Hier seht ihr ein Prachtexemplar einer weiblichen Papayapflanze. Und man erkennt sie daran, dass die Blüten hier oben und später auch die Früchte direkt hier am Stamm wachsen. Ich gehe nachher dann mit euch zu unserer männlichen Papayapflanze. Davon haben wir zwei. Und zeige euch, wie es da aussieht. Hier sind wir jetzt bei unserer männlichen Papayapflanze und ihr seht zum Unterschied zu der anderen, hier seht ihr schön die Blüten, die sind viel kleiner und ihr seht, die Blüte wächst hier an einem Stängel. So, das heißt, diese hier wird auch Früchte haben, wenn wir die Blüten lassen. Allerdings sind diese nicht genießbar. Das heißt, was ich machen werde, ich werde die Blüten abschneiden, wenn noch mehr aufgegangen sind und werde sie trocknen und werde daraus Papayablütentee machen. Aber nur mal so auch fürs Wachstum. Diese Pflanze hier ist 1,90 Meter bei 2 Meter hoch, der Stängel, und ist gerade mal 1,5 Jahre alt. So, wir gehen auch noch mal zu ihrem Bruder, auch männlich leider. Ein bisschen kleiner, also vielleicht jetzt so 1,70, wenn ich so meine Größe sehe, aber auch wunderschön. Jetzt habe ich noch zwei, drei andere Sachen für euch. Wir gehen mal hier hin. Schaut mal, das wird unsere Limonenernte. Der ganze Baum ist wirklich voll davon. Dann haben wir eins weiter, die Vorbereitung unserer Mandarinen hier. Manche sind schon ein bisschen größer, die gut im Licht sind, andere sind noch ein bisschen kleiner. Aber auch hier, der Baum ist voll davon. Und wir schauen uns gleich noch zwei wunderschöne Blumen an. Ich muss jetzt einfach ein bisschen weitergehen. Hier sind wir bei einer Blüte, die gehört zur Familie der Strelitzien. Allerdings wird sie hier im Volksmund Bananita genannt. So, und am Anfang war die ungefähr so groß wie von hier das Stück. Und je mehr Blütenblätter hier sich aufstellen und das Ganze dreht sich so ein bisschen wie so eine DNA, desto länger wird sie. Ich finde sie einfach wunderbar. Sie wird hier im Volksmund Bananita genannt, weil sie hier am Boden kommt immer wieder ein Steckling raus, wie es die Bananen machen. Und was man jetzt hier leider nicht sieht, weil gerade kein Blütenblatt am Aufgehen ist, die Blütenblätter kommen wie die von der Banane gerollt und rollen sich dann, wenn sie groß sind, langsam auf. Okay, gehen wir weiter zu unserer nächsten schönen, wunderschönen Blüte. Schaut mal, hier haben wir die Strelitzie, direkt vor dem Fenster von unserem Gästehaus. Wunderschön, unsere erste Blüte, seitdem wir sie eingepflanzt haben. Ich bin hellauf begeistert. Wunderschön steht sie da. Einfach ein Traum. So, dann zeige ich euch noch ein, zwei andere Sachen. Hier sind unsere Bananen. Ich zoome mal rein, dass wir sie auch sieht. Eine Charge ist gerade wieder am Reifen. Die anderen bereiten sich vor. Dann haben wir hier eine Maulbeere. Sie wird in Paraguay Mora genannt. Die ist auch in diesem Jahr gut 1,5 Meter schon gewachsen. Also dieses Jahr meine ich jetzt so seit Dezember. Wir hatten ja Jahreswechsel, aber da der Sommer hier ausbricht und eben nicht Winter ist, ist es für mich irgendwie das gleiche Wachstumsjahr. So, und dann schaut euch bitte dieses Blütenmeer an. Ist das nicht wunderschön? Also ich kann euch sagen, so ein Garten in Südamerika, wenn man da auch ein bisschen sich drum kümmert und anpflanzt, ist einfach eine wunderschöne Sache. Man hat Obst und Gemüse, wenn man möchte. Also bei uns an Obst sind es jetzt die Bananen, die Maulbeeren, die Papaya. Auf der Terrasse haben wir Maracuja, wir haben die Zitronen, wir haben die Limonen und wir haben die Mandarinen. Also ich finde, es ist ja schon mal so für einen nicht allzu großen Garten eine richtig coole Geschichte. Wir besuchen noch unsere Zitronen und dann war es das für heute. So, schaut mal, das werden Zitronen. Und zwar richtig die, wie wir sie in Deutschland kennen, die großen gelben.
Nur, dass diese hier einfach eine viel, viel dickere Schale haben. Und ja, auch der Baum ist so voll, dass es uns sogar einen Ast hier runtergehauen hat. Das sieht man hier so ein bisschen. Schaut mal, den hat es leider hier runtergehauen. Allerdings wird er noch so gut versorgt, dass die Früchte noch weiter reifen. Und deswegen lassen wir ihn und machen ihn dann erst ab, wenn wirklich die Ernte war. Aber das ist hier einfach wirklich wunderschön. Ja, für alle, die nach Paraguay auswandern wollen und sich auch gerne eben gesund ernähren, kann ich euch sagen, ihr streichelt sozusagen die Erde und es wächst. Ihr müsst nur noch dafür sorgen, dass das Richtige wächst, aber das ist hier wirklich einfach sensationell. Und gleich füge ich euch noch ein kurzes Video von gestern Abend an mit einem richtig tropischen Regen mit dem Blick von unserer Terrasse. Wir haben die Terrasse so gebaut, dass wir A, eine schöne Aussicht haben, B, dass wir bei Regen geschützt draußen sitzen können, die kühle Luft genießen können, dem Regen plätschern zuhören können und einfach das Leben weiter genießen. Also bis bald und wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen hoch. Liebe Grüße vom Zen Garden Team Paraguay.